Ja, Gradient, Rotation und Divergenz, das waren ja Operatoren erster Ordnung, das heißt, wo die Ableitung einmal auftritt, wo ich gewisse Kombinationen von Ableitung erster Ordnung nehme. Ja, und es gibt jetzt noch einen Operator, wo ich Ableitung zweiter Ordnung nehme, der mindestens genauso wichtig ist, also auch ein ganz wichtiger, und das ist der Laplace-Operator. Okay, und im Prinzip. Ja gut, also für die erste Ordnung, da habe ich halt meinen Nabla genommen und habe das in allen sinnvollen Art und Weisen auf meine Funktion angewandt. Wenn ich jetzt zweite Ordnung gehe, dann sollte ich wahrscheinlich das Nabla zweimal anwenden. Ja, muss man nur gucken, was da überhaupt Sinn macht. Und vielleicht, bevor ich das mache, will ich nochmal darauf hinweisen, dass es natürlich, ich muss, wie ich, wenn ich das Nabla auf irgendwas anwende, muss ich das immer richtig interpretieren. Ich also erstmal vielleicht nochmal der Hinweis. Dass natürlich, wenn ich das Nabla auf was Skalares anwende, und dann kommt ja der Gradient raus, dass das natürlich anders zu verstehen ist, als wenn ich das Nabla auf ein Vektorfeld anwende, wo ja die Divergenz rauskommt. Nicht? Also beachte den Unterschied zwischen Nabla von f, also f ist jetzt ein Skalarfeld, ja, und das ist ja einfach der Gradient von f, das ist also einfach die Ableitungen. Alle möglichen partiellen Ableitungen angewandt auf die Funktion f. Also was da rauskommt, ist halt einfach dieser Vektor. Ne? Ja, also das ist das, was ich für ein Skalarfeld machen kann. Für ein Skalarfeld f, ne, wo ich also von r hoch m nach r gehe. Und andererseits für ein Vektorfeld, nicht? Dann wende ich natürlich auch formal das Nabla auf das Vektorfeld an, aber das verstehe ich hier im Sinne von entweder Matrixmultiplikation, also hier eine Zeile mal eine Spalte, oder das ist ja nichts anderes als das innere Produkt zwischen diesen beiden Vektoren. Ne? Also das hier, das ist ja dann explizit hingeschrieben, das innere Produkt. Der Eaton-Komponente von Nabla und der Eaton-Komponente von meinem Vektorfeld. Also das hier habe ich für ein Vektorfeld f, das halt von r hoch m nach r hoch m geht. Gut, und jetzt kann ich natürlich. Ja, wenn ich will, kann ich jetzt Nabla zweimal hintereinander anwenden. Wenn ich jetzt von einem Skalarfeld starte, dann kann ich Nabla so drauf anwenden, dann kriege ich ein Vektorfeld und auf das Vektorfeld kann ich Nabla nochmal anwenden. Das heißt, im Prinzip habe ich sowas wie Nabla Quadrat. Aber natürlich in dieser Art und Weise hier gelesen. Nicht? Aber okay, das können wir also machen. Also ich fange an mit dem Skalarfeld. Nicht? Also für ein Skalarfeld. Sagen wir f auf r hoch m definiert und als Skalarfeld geht es halt nach r. Definieren wir halt jetzt die zweifache Anwendung von Nabla, im gewissen Sinne Nabla Quadrat, und das ist das, was man dann normalerweise den Laplace-Operator nennt. Und da wird das Nabla umgedreht und wird zum Laplace-Operator, zum Dreieck. Oder man kann auch sagen, das Nabla ist der umgedrehte Laplace-Operator. Das heißt also, was ich jetzt kriege, ist dann, das bezeichne ich mit diesem Symbol, mit diesem Dreieck, ne, aber das ist der Laplace-Operator. Also der wirkt auf f. F ist ein Skalarfeld und das ist jetzt Nabla angewandt auf Nabla von f. Nicht? Also Nabla angewandt auf f ist der Gradient von f und dann nehme ich halt für dieses Vektorfeld, nehme ich halt die Anwendung von Nabla in dem Sinne hier. Nicht? Und wenn ich mal dann überlege, was das ist, das ist ja dann nichts anderes als, na gut, hierfür, da muss ich halt die i-te-Komponente von Nabla, also ich summiere hier über i von 1 bis m, ich nehme die i-te-Komponente von Nabla, no, das ist ja die Ableitung nach der Variablen xi, angewandt auf die i-te-Komponente von dem Ding hier, aber die i-te-Komponente vom Gradienten ist ja gerade die Funktion f abgeleitet nach dem xi. Also ich wende das hier an auf df nach dxi.
Gut, und damit sieht man, was ich hier habe, ist nichts anderes als jetzt eine Summe von zweiten Ableitungen, aber von sehr speziellen, nämlich den Diagonalen, wo ich also zweimal nach der gleichen Variable ableite. Nicht? Also das ist jetzt die Summe von i gleich 1 bis m. Ich nehme die zweite Ableitung von f, und zwar die zweite Ableitung nach einer der Variablen, und dann summiere ich darüber. Nicht? Also gemischte Ableitungen tauchen hier gar nicht auf, sondern ich nehme wirklich die Summe über die Ableitung, die zweiten Ableitungen nach jeder der Variablen. Genau, und das ist das, was wir hier mit Laplace bezeichnen, oder mit Delta. Und dieses Ding Delta heißt halt dann der Laplace-Operator. Und das ist halt auch ein sehr wichtiges Objekt, und der taucht halt auch in sehr vielen und wichtigen Differentialgleichungen auf. Ja, okay, und das ist natürlich ein Operator zweiter Ordnung. Nicht? Also wenn ich irgendwie irgendwas habe, was nur Nabla selber enthält, eine Gleichung, das ist dann quasi eine Differentialgleichung, natürlich jetzt partielle Differentialgleichung erster Ordnung, ne, weil nur die ersten Ableitungen auftauchen. Wenn ich aber das Nabla drin stehen habe, dann ist es halt partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung. Und vielleicht, ja, eine Differentialgleichung, halt sehr einfach, ist halt die, wo ich einfach sage, Delta von f ist gleich 0. Nicht? Okay, und das sind, ja, das ist eine sehr wichtige, und die heißt normalerweise, läuft unter dem Namen Potentialgleichung. Und die Lösungen davon, das sind die sogenannten harmonischen Funktionen. Ne? Die sind halt auch sehr wichtig. Lösungen davon, die nennt man harmonische Funktionen. Gut, das möchte ich jetzt aber erstmal nur so stehen lassen. Also vielleicht werden wir später noch ein bisschen mehr zu gewissen Aspekten davon sagen. Aber ich denke, jetzt haben wir die wesentlichen Differentialoperatoren gesehen. Also Differentialoperatoren heißt halt, ich nehme halt einfach Ableitungen von meinen Funktionen von mehreren Variablen. Aber typischerweise interessieren mich nicht alle möglichen partiellen Ableitungen, sondern ich nehme halt gewisse Kombinationen von denen. Ne? Und wichtige Kombinationen sind halt gegeben durch Divergenz, Rotation oder, wenn ich halt zur zweiten Ableitung übergehe, halt durch diesen Laplace-Operator. Ne? Also ich meine, ich gucke mir hier nicht an, was passiert mit allen partiellen Ableitungen, zweiter Ordnung, sondern ich will nur eine Aussage haben über die Summe von denen, wo ich hier immer nach der gleichen Variable die Ableitung nehme. Gut, okay, das wollen wir aber dann erstmal so belassen, und mal sehen, vielleicht kommen wir später noch auf gewisse Aspekte davon wieder zurück.